Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Doom. Olivia ist vollkommen durchgeknallt. Nur noch wir können sie aufhalten. Olivia Pierce, die Anführerin des UAC-Kults, versucht ein Tor in ihre Dimension zu öffnen. Sie will das Ende der Welt heraufbeschwören. Eine weitere verlorene Seele, die unter der Macht der Hölle steht. Olivia hat den Argent Tower überladen und nutzt ihn, um sich in die Hölle zu bohren, sodass die Mächte der Hölle in diese Welt dringen können. Du musst den Argent Tower abschalten, bevor er in die Welt vordringt. Dazu musst du die Energiefilter abschalten, die sich überall im Oberflächenkomplex befinden. Ha, nicht leichter als das. Der Anfang vom Ende. Für Olivia natürlich. Olivia nutzt den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Sollte nicht allzu schwer sein. Da werden auf jeden Fall ein paar Brocken kommen, die wir auf jeden erledigen werden. Nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die... Du erzähl mal weiter. Öffnen wir die Luftschleuse. Welche Waffe nehmen wir denn? Welche darf es denn sein? Wir haben drei Ziele. Oh, was ist das denn? Flüchten die alle oder sind die automatisch gestaltet? Da! Der Argent Tower wurde überladen. Der Vortex-Tunnel-Dingens zieht sich auf. Die Hölle wird heraufbeschworen. Hier kommen wir mal sowas von nicht drüber. Schaut euch mal da oben die Besessenen an. Wir gehen eine Etage tiefer. Hey, ja, perfekt. Da ist grün, da geht's weiter. Plasmagewehr. Genau das Richtige jetzt für uns. Besessene hier, Besessene da. Den Sprung auf die Plattform können wir machen. Perfekt. Und den können wir auch machen. Da haben wir eine Runenprüfung. Schalte mit der Kampfschlotflinte 15 Imps aus. 2 Sekunden pro Kill und 4 Sekunden pro Glory Kill. Das ist fair. Prüfung starten. Da haben wir das Siegel der Hölle. Wenn wir da reingucken, landen wir vielleicht selbst dann auch drin. Dann mal los, unsere erste Prüfung. Ballern, bis der Arzt kommt. Zwei Schüsse killen nie auf jeden. Bam! Ansauger. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und das können wir jetzt einfach in unseren Suit einbetten. Wir schauen überhaupt mal, was wir upgraden können, denn wir haben... zwei Chips, glaube ich, zur Verfügung. Ein Geschenk aus dem Jenseits. Nicht die Einstellung. Die meine ich nicht. Runenprüfung. Im Reiter Runen kannst du deine verfügbaren Runen ansehen und ausrüsten. Du siehst hierbei aus, wenn du einen Fortschritt... ja. Alles klar. Runen haben wir also zur Verfügung. Und die setzen wir jetzt auch ein. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Unsere einzige Rune momentan. Ja. Dann nochmal schnell den anzugucken, denn zwei haben wir wieder zur Verfügung. Weniger Schaden durch eigene Waffe finde ich jetzt nicht so. Ausrüstungssystem, verkürzte Ladezeit für Ausrüstung ist perfekt. Was haben wir denn hier? Wenn der Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Und du wechselst schneller die Waffe. Auch sehr geil eigentlich. Aber Area Scanning Technologie finde ich gerade super. Der Kompass vibriert einfach mal. Ansauger. Das ist nett. Sehr, sehr nett. Also stimmig mit den Schatten und wie das Ganze einfach so aussieht. Grafisch wirklich Bombe. Muss da auch eine neue Grafikkarte für her. Boah, das Siegel. Die Opfer?
Gib mir eine neue Waffe, das ist der Raketenwerfer. Aber die BFG müssen wir noch finden, die Big Fucking Gun. Oh ja, die heben wir uns auf für die dicken Brocken, definitiv. So, damit kann ich nichts anfangen. Da geht's weiter. Oh, das ist ruckelfreier, flüssiger Spaß. Das ist, oh, mega. Ja, hier muss ich aufpassen. Oh, heb doch dein Schild. Oh, das Plasma-Gewehr ist einer meiner Favoriten, auf jeden Fall. Wie die einfach zerfetzen. Hi. Muss ich mit der Pistole ärgern? Mit der Shotgun drauf. Nett. Du auch nochmal. Yeah. Runtergetreten. Habe ich den Sprung? Ah, knapp. Oh, dicker. Dann wissen wir ja schon, was wir benutzen. Durch die Beine. Ich glaub's nicht. Das habe ich noch nie geschafft. Der nicht mal aufhören kann zu springen. Munition ist rar mit dem Raketenwerfer. Alles meins. Rüstung gehört mir. Ich habe mir gerade ehrlich gesagt kein Ziel gesetzt. Wir schauen einfach mal, was in der Nähe ist. Raus damit. Wieder eine Marke erhalten. Kleine nervigen Imps. Double Kill. Du kannst da bleiben. Boah. Die schlagen hart zu. Mega hart. Aha. Wir haben ein schönes Nest, das wollen wir doch mal ausschalten. Raus mit der Pampe. Mal schön drauf auf den Fettsack. Glory Kill. Runter da, hast du nichts verloren. Haben wir. Schön daneben. Jetzt erstmal wieder nachladen. Und da habe ich eigentlich nicht zu nahe kommen lassen. Schön. Oh, du gehörst auch mir. Schön von hinten. Ah, hat mir auch ein bisschen geschadet, die Explosion. Fuck. Schön. Alles meins. Und einen Waffenpunkt haben wir auch erhalten. Das ist klasse. Da können wir erstmal checken gehen. 6 Stück haben wir mittlerweile. Boah, was upgraden wir denn da? Shotgun, mein absoluter Favorit. Da haben wir einen Explosivschuss. Können wir wohl erst ändern, wenn wir wieder diese Drohne finden. Mehr Wumms. Das haben wir ja schon gemacht. Reduziert die Nachladezeit für die Mikroraketen erheblich. Machen wir mal. 3 dafür. Das Bein ist leider gesperrt. Da haben wir noch nichts gefunden. Dann hebe ich mir das erstmal auf, bis wir wieder so eine lustige Drohne finden. Alles meins, alles meins. Was haben wir denn hier? Das ist doch so eine kleine... Das ist die Chainsaw. Die haben wir auch lange nicht mehr benutzt. Aber wir haben auf jeden Fall einen am Start. Wir brauchen die nicht. Das sieht gut aus. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen.
Achtung, so geht's auch. Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Atem-Energie zu verhindern. Heil mich. So, eine Schandtat haben wir schon erledigt. Kleine nervige Imps, ey, die haben aber keine Chance. Weiß ja, schwere Maschinengewehr sind wie mein Favorit. Oder ich hab irgendwas gehört. Mach voll. Eieiei, die ganzen Stücke da am Boden. Können wir hier zufällig auch irgendwas finden, wenn wir hier oben rumkraxeln? Wahrscheinlich müssen wir auch noch hin. Sieht nämlich stark danach aus, wenn alles grün hinterlegt ist. Grün ist immer go. Oh, wieder ein Nest. Das sage ich doch nie nein. Oh, das tut den weh. Schaut mir die Dämonenpräsenz aus. Direkt und ohne Gnade. Oh, der will's aber wissen. Dennoch gehört er. Oh, der steht wieder auf. Der kann sich doch nicht so schnell erholen. Jetzt krieg ich noch nicht mal seine verdammte Energie. Mein Kind, mir fehlt 10 Munition. Boah. Da gebe ich zu, der hat gesessen. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich mit den Raketenwerfern nicht selber kille. So wie jetzt zum Beispiel. Schön. Na, sowas gibt Waffenpunkte, das ist absolut geil. Brauchen wir. Brauchen wir ach so dringend. So, gehen wir jetzt weiter. Ich würde einfach mal sagen, hier hoch. Sieht gut aus. Scheiß Besessene. Boah! Ja, ein bisschen Energie können wir ja schon gebrauchen. Das ist eine riesige Zombie-Armee. Mal in Bewegung bleiben. Wie das mal absolut nichts bringt. Das bringt immer was, rüberspringen. Hab dich. Schön, dass die Munition so knapp ist. Sind wir gezwungen, immer eine andere Waffe zu benutzen. Wo ist er? Ich höre doch hier ein Dickerchen. Hab ich ein Mittel gegen? Das überlebst du nicht. Noch einen Waffenpunkt erhalten. Mensch, das floppt. Okay. Checken wir den Waffenpunkt. 5 Stück. Können wir leider nicht verwerten. Die brauchen ein bisschen mehr, obwohl... Mehr Wumms? 5 Stück, hier. Ist gesperrt, ist gesperrt, ist gesperrt. Das wäre denn für die Mikroraketen. Schnellwerfer, aktiviere sofort die Mikroraketen, wenn sie bereit zum Feuern sind. Ist nicht schlecht. Ah, ich warte noch. Vielleicht können wir irgendwie noch den Raketenwerfer da reinkriegen. Oder die Plasmakanone. Nee. Du bleibst unten. Wir sind aber genau auf dem richtigen Weg. Das sieht gut aus. Dann noch hier runter. Was haben wir hier? Kleine Kiste. Kann ich gebrauchen. Jede Munition ist herzlich willkommen. So, gehen wir jetzt schon hier lang oder gehen wir erstmal hier gucken. Ich glaube aber, ich komme genau in die Mitte.
wo wir gerade das Nest kaputt gemacht haben, ja. Das heißt hier lang. Auf geht's.